Guten Morgen, liebe Bärengruppe. Also, heute müssen wir zwei Sachen besprechen. Und die erste Sache ist, wir müssen unbedingt hier aufräumen. Schaut mal, wie es hier aussieht. Übrigens, ich habe sogar vergessen, sogar drei Sachen müssen wir besprechen. Denn die zweite Sache ist schon, Nadia fehlt. Ich weiß es, sie hat sich ausgeruht. Ah, dann muss sie noch im Schlafraum sein. Nadia, kommst du? Bin ja schon da. Okay, gut. Und die dritte Sache ist, heute kriegen wir eine neue. Und die neue heißt Mona Lisa. Sie müsste gleich schon kommen. Ava, was machst du denn so ein Gesicht? Es ist nur, Mona Lisa war letztens bei mir zu Hause und sie ist richtig gemein. Sie lästert über alle Kinder und so weiter. Mach dir nichts draus, so schlimm wird sie schon nicht sein. Du hast sie noch nicht gesehen. Hallo, ich bin Mona Lisa. Ich wohne in einer Königsfamilie, genauso wie Ava Maria. Aber wie ihr sie kennt, lebt sie genauso wie ein normaler Mensch. Und sie schätzt es gar nicht, dass sie in einer Königsfamilie lebt. Aber bei mir könnt ihr euch sicher sein, dass ich das schätze. Das stimmt doch gar nicht. Ava ist total nett. Ich war letztens bei ihr zu Hause und da war sie richtig gemein und doof und hat über alle abgelästert und so weiter. Mann, Mona Lisa, das stimmt doch gar nicht. Stimmt wohl. Nein, stimmt's nicht. Ava Maria, komm sofort wieder her. Wir räumen zusammen auf. Ava Maria? Bin ja schon wieder da. Ich will auch nicht als Zicke dastehen. Bist du nicht, Ava Maria? Okay. Falls du noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das tun würdest. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wie schon gesagt, räumen wir jetzt auf. Entschuldigung, ich möchte nicht aufräumen. Ich stamme nämlich aus einer Königsfamilie und dem König und der Königin wird es natürlich nicht gefallen. Hey, Mona Lisa, ich stamme auch aus einer Königsfamilie und für meine Eltern ist das okay. Du hast Ava Maria gehört, also mithelfen. Ist ja schon gut. Also, wir helfen jetzt alle mit und dann machen wir eine Spielpause. Vielen Dank, liebe Kinder, dass ihr so gut mitgeholfen habt. Und da ihr das so toll gemacht habt, dürft ihr jetzt alles machen, was ihr wollt. Also natürlich spielen. Alles okay, Ava Maria? Ja, ich weiß nur nicht, was ich spielen kann. Schau mal, die arme Mona Lisa hat auch niemanden zum Spielen. Vielleicht hättest du ja Lust, mit ihr zu spielen. Nein, nicht wirklich. Du, Mona Lisa, möchtest du nicht auch etwas spielen? Nein, danke. Alle Kinder sind hier richtig kindisch. Ich habe ein anderes Niveau. Oh, okay. Der Kindergartentag ist sowieso gleich vorbei. Ja, ich freue mich sowieso, endlich nach Hause zu kommen und fernzusehen. Ja, okay. Und mein Schatz, wie war's heute im Kindergarten? Naja, es war eigentlich gar nicht gut. Mona Lisa ist in meinen Kindergarten gekommen. Was? Aber sie war doch vorher in einem anderen Kindergarten. Ja, aber irgendwas ist da vorgefallen, glaube ich zumindest. Einen richtigen Grund hat sie uns aber nicht genannt. Lass deinen Kopf nicht hängen, Schatz. Alles wird gut. Ja, nur sie macht uns alle runter und sagt, dass wir richtig kindisch und doof sind. Nimm dir nichts, was sie sagt, zu Herzen. Denn sie ist einfach nur ein Mensch. Du bist in unseren Herzen etwas ganz Besonderes. Da hat Mathilda recht. Danke, Mama. Danke, Papa. Du, Ava, Schatz, ich muss einkaufen gehen. Hättest du Lust mitzugehen?
Oh ja, ich kann dir auch gerne helfen. Ich kann das schon, denn ich bin schon groß. Ja, das glaube ich dir. Gut, dann können wir los. Ja, okay, habt Spaß. Danke. Boah, Mama, ey, hier ist es so langweilig. Och, Mona Lisa, sag sowas nicht. Wenn du brav bist, kriegst du davon ein Überraschungsei. Ja, ich bin ja schon brav. Oh nein, Mona Lisa ist da. Wo denn? Na, dort hinten. Eva, mach dir nichts draus. Alles wird gut. Okay, ich hoffe nur, dass sie mich nicht anspricht. Ich ignoriere sie einfach. Okay. Mama, du kaufst ja Sachen ein. Darf ich mich hier umschauen? Ja, okay, gerne. Oh, hallo. Hallo, Mathilde. Schön, dich zu sehen. Ja. Oh, kaufst du ja ein? Ja, das tust du doch auch, oder? Ja, aber ich kaufe immerhin viel gescheitere Sachen ein als du. Zum Ersten, meine Mama kauft die Sachen ein. Und zweitens, wieso interessiert dich das? Ich wollte es ja nur sagen. Tja, denn ich kaufe immerhin Sachen ein. Siehst du? Du tust extra so. Tu ich nicht. Mama, ich hab die Sachen. Die müssen wir jetzt kaufen, sofort. Nein, Schatz, das ist nur ungesundes Zeug. Die Müsli-Packung gerne. Aber die Chips nicht, das darfst du noch nicht essen. Mama, ich will das jetzt kaufen. Wenn du mir das nicht kaufst, dann geh ich. Okay, ich kaufe es. Schrei mich bitte nicht so an. Endlich, ich suche noch mehr Sachen. Nein, Schatz. Mona Lisa. Das war gerade richtig gemein von dir, wie du deine Mutter behandelt hast. Tja, so macht man's eben richtig. Also, ich würde mich niemals trauen, sowas zu meiner Mutter zu machen. Ja, du traust dich ja auch gar nichts. Kannst du mich vielleicht in Ruhe lassen? Ja, du sprichst mich doch die ganze Zeit an. Ich kauf weiter ein. Na komm schon. Wenn du kein Loser sein willst, dann versuch das gleiche wie ich zu machen. Was bedeutet das? Ach, du verstehst nicht mehr das. Loser heißt Verlierer. Ich bin aber kein Verlierer. Tja, dann beweise es mir. Okay. Du hast ernsthaft die Müsliflocken gegessen? Tja, das war schon einigermaßen gut. Aber das reicht mir nicht, um ein Gewinner zu sein. Was soll ich denn noch machen? Du sollst das gleiche wie ich machen. Lass mich in Ruhe. Du kommst her. Hör auf, mich zu ziehen. Ich zieh dich nicht. Ich hab dir gesagt, was du machen sollst, also musst du es tun. Okay, ich will ja kein Verlierer sein. Loser nennt man das. Ich sag aber besser Verlierer. Mama, bekomme ich bitte diese Sachen? Okay, da du bitte gesagt hast, kaufe ich dir sie. Die sind auch wirklich schön. Danke. Ich schaue mich weiter um, ja? Okay, wir gehen dann auch gleich, denn ich bin gleich fertig. Ja. Mama, du musst mir jetzt auch diese Sachen kaufen. Sofort! Tut mir leid, Schatz, aber nein, die kaufe ich dir nicht. Und wieso willst du eigentlich einen Kuchen haben? Weil das lecker ist. Schon mal daran gedacht. Och, Mona Lisa, das ist so unnötig. Und außerdem habe ich dir schon Sachen gekauft. Denn ich möchte, dass du dich gesund ernährst. Och, Mama, du bist einfach nur blöd. Okay, Schatz, ich kaufe dir sie. Endlich! Mona Lisa, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du so gemein zu deiner Mutter sein? Deine Mutter ist jetzt total traurig. Puh, vor allem total traurig. Sie tut doch nur so, damit ich mich umstimme. Nein, sie meint das ernst. Ich bin auch total traurig wegen dir. Puh! Was tust du jetzt? Na, was denn sonst? Essen!
Mutter hat es aber noch nicht bezahlt. Das ist mir doch egal. Das merkt die Verkäuferin eh nicht. Die steht da sowieso neu herum und achtet nicht auf uns. Das wird sie aber, wenn du so weitermachst, bemerken. Halte deinen Mund! Können wir jetzt endlich gehen? Mama, wir können jetzt gehen. Komm. Okay, ich bezahle noch schnell. Tschüss, schönen Tag. Danke, Ihnen ebenso. Tschüss. Mona Lisa, wie du dich gegenüber den anderen verhalten hast, war wirklich nicht gut. Deshalb kaufe ich dir kein Überraschungsei. Was? Wie kannst du nur so sein? Du bist die schlechteste Mutter der ganzen Welt. Mama, Wein tun nur Babys. So, Mona Lisa, das reicht. Du kriegst zu Hause eine Strafe, verstanden? Was? Ja, du blamierst mich hier die ganze Zeit und bringst mich dann noch zum Wein. Das reicht, ich bespreche das mit Papa. Tut mir wirklich leid, Mama. Ich werde das nicht mehr tun. Das bereden wir später. Komm, bezahlen. Ja. Heute habe ich gemerkt, wie gemein die Mona Lisa ist. Besonders zu ihrer Mutter. Ja, sag ich doch. Die ist zu jedem gemein. Ja, aber nimm's dir nicht übel. Es ist so, wie es ist. Mama, ich habe da so eine Frage. Ja? Dürfte ich vielleicht ins Gaming Center gehen? Ja, natürlich, aber nicht allein. Aber warte, Mama, das Gaming Center ist direkt gegenüber von unserem Schloss. Meinst du wirklich? Ja, bitte, ich schaff das schon. Okay, wenn du meinst. Aber du bist um 18 Uhr wieder zu Hause, ja? Okay, versprochen. Danke, hab dich lieb. Ich dich auch. Viel Spaß. Danke. Ich liebe es einfach hier. Damit ich alle Sachen ausprobieren kann, hole ich mir erstmal ein paar Münzen. Ich schaue mich mal hier um. Ich glaube, ich mache dieses Spiel mit dem Fragezeichen. Okay, Münze rein. Und jetzt muss ich eine Frage stellen. Werde ich irgendwann ein Filmstar? Och nein, ich werde ja kein Filmstar. Wie schade, noch eine Runde. Wird Mona Lisa irgendwann nett zu mir sein? Was, Mona Lisa wird mal nett zu mir sein? Juhu, da bin ich erleichtert. Aber das Teil ist ja einfach nur eine Maschine. Es kann nicht die Wahrheit sagen. Jetzt mache ich das nächste Spiel. Oh, willst du dir wie ein kleines Baby ein Überraschungsei holen? Das ist nicht für Babys. Vorhin im Einkaufsladen wolltest du selber noch ein Überraschungsei. Und überhaupt, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt bin ich gespannt. Oh, cool, ein Roboter. Der ist wunderschön. Ich leg dich niemals beiseite. Ich pass immer auf dich auf, Robi. Wow, Tor! Oh, ich bin so gut darin. Nächstes. In diesem bin ich auch sehr gut, aber in diesem war ich besser. Jetzt muss ich aber ganz dringend auf die Toilette. Danach mache ich weiter. Meine Schatz. Die Toilette, die sieht hier auch cool aus. Robi, du musst leider draußen warten. Ich bin gleich zurück. Während Ava Maria auf der Toilette ist, nehme ich mir heimlich ihren hässlichen Roboter und verstecke ihn, damit sie ihn nie wieder findet. Wo kann ich ihn verstecken? Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe eine Idee. Entschuldigung, da hinten ist eine Spielkonsole kaputt. Ah, okay, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast. Bitte, bitte, das tue ich doch gern. Jetzt nutze ich die Zeit und verstecke es da drin. Ha, jetzt findet sie ihren hässlichen Roboter nie wieder. Ich habe eine Idee, damit sie keinen Verdacht schöpft.
Ich tue jetzt so, als ob ich ihre Freundin bin und bin ganz nett zu ihr. Los geht's. Aber erstmal ein nettes Gesicht auflegen. Perfekt. Mein Roboter ist weg. Ich hab dich doch so lieb. Ich hab dich doch extra bezahlt. Ruby! Ruby, wo bist du? Was suchst du denn? Mein Roboter ist weg. Ich weiß ganz genau, dass du es genommen hast. Du warst dich schon die ganze Zeit so böse zu mir. Wie kannst du die Schuld auf mich schieben? Ich wollte dir gerade helfen. Tut mir leid, Mona Lisa. Ich bin nur sehr aufgeregt, weil ich Ruby verloren habe. Ist gut. Ich kann dir helfen. Oder wohl auch nicht. Du warst doch gerade so nett zu mir. Du dachtest, ich wäre für immer nett. Dass ich nicht lache. Sag's ehrlich. Hast du Ruby geklaut? Natürlich habe ich das. Du bist so eine fiese Zicke. Bitte, gebe mir Ruby. Nö, ich hab's ganz gut versteckt. Du wirst es sowieso nie mehr finden. Oh, das gibt Ärger. Ich glaube, ich muss schnell ins Schloss von Mathilda und lügen. Die Lügerei beginnt. Mama, in meinem Überraschungsei, das ich mir gekauft habe, meinem Roboter, da musste ich auf die Toilette, hab meinen Roboter vor die Tür gestellt, damit er nicht schmutzig wird. Und als ich von der Toilette gekommen bin, war er weg. Und da Mona Lisa die ganze Zeit so gemein zu mir war, wusste ich, dass sie es war. Und am Anfang hat sie noch so getan, als ob sie richtig nett zu mir ist. Aber dann hat sie selber zugegeben, dass sie es war. Jetzt ist Roboter weg. Wie kann sie dir sowas antun? Ja, das frage ich mich auch. Sie ist richtig gemein, obwohl ich ihr nichts getan habe. Hallo. Alles, was Eva Maria Ihnen erzählt, das ist gelogen. Nämlich, sie hat mir mein Teddy aus dem Überraschungsei gestohlen. Und damit sie keinen Verdacht schöpfen, dass sie es war, schiebt sie einfach die Schuld auf mich. Stimmt das, Eva Maria? Nein, sie lügt. Mona Lisa, nach dem, was du alles schon getan hast, glaube ich dir nicht. Und du warst auch sehr gemein zu deiner Mutter. Das geht so nicht weiter. Du gehörst zu einer Königsfamilie. So benimmt sich doch keine Prinzessin. Und? Hast du ihr Roboter gestohlen? Okay, okay, ich war's. Gut, dass du es einsiehst. Mona Lisa, ich möchte, dass du dich bitte bei der armen Eva Maria entschuldigst. Entschuldigung, Eva Maria, dass ich deinen hässlichen Roboter geklaut habe. Der war sowieso hässlich. Gut, und jetzt möchte ich noch, dass du ihr ihn zurückgibst. Ist ja gut, aber da muss Eva Maria schon aufstehen. Ja. Ich hab's hier versteckt. Das musst du doch nicht schmeißen. Danke. Und damit das klar ist, wir sind keine Freundinnen. Ich dachte, du würdest dich ändern. Beziehungsweise dieser Automat hat das gesagt. Tja, da hatte der Automat wohl Unrecht. Du, Mona Lisa, kann ich dich etwas fragen? Ja, was willst du mich fragen? Wie viele Freunde hast du eigentlich? Komische Frage. Wie viele hast du selbst, wenn du so fragst? Sehr viele. Anna, Nadia, Sophia, Fatima. Soll ich weiterzählen? Nein, 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 reicht. Und du? Ich kann dir sagen, wer deine Freundin ist. Schau im Spiegel, dann siehst du die einzige Freundin, die du hast. Denn wenn man böse ist, dann ist man allein und wird auch allein bleiben. Mir macht das nichts aus, allein zu sein. Habe ich mir gedacht. Aber glaub mir, eines Tages wirst du es noch bereuen. Du, Mona Lisa, morgen ist ja schon dein Geburtstag. Wen willst du überhaupt an deinen Geburtstag einladen und was willst du da machen? Also ich möchte natürlich meine ganze Kindergartengruppe einladen. Naja, nur damit ich viele Geschenke kriege. Außer diese Eva Maria. Die ist mir ziemlich unsympathisch. Mona Lisa, komm schon, wenn du schon deine ganze Kindergartengruppe einlädst, dann musst du auch Eva Maria einladen. Oh, na gut, wenn es sein muss. Gut, dann ist die nächste Frage, was willst du da machen?
Also ich dachte mir natürlich singen, dann kann ich allen beweisen, wie gut ich singen kann mit unserer neuen Karaoke-Maschine. Ja, das ist schon eine sehr gute Idee. Dann will ich auf jeden Fall einen Kinoabend mit Popcorn und Chips und Cola. Stopp, Mona Lisa. Popcorn und Chips ist okay, aber Cola, nee. Mann, wenn es sein muss. Spielverderberin. Mona Lisa, gleich mache ich dir gar keinen Geburtstag mehr. Ist ja schon gut. Und warte, Mama, bevor du alles planst, ich möchte den größten Kuchen auf der ganzen Welt. Den größten Kuchen auf der ganzen Welt geht leider nicht. Aber ich guck, was ich tun kann. Ja, aber verderb mir meine Party nicht, Mama, okay? Ja, aber ich plane sie. Ja, weiß ich. Ja, okay. Okay, Kinder, auf drei stürmen wir in Mona Lisas Zimmer und singen ihr Happy Birthday. Okay? Ja! Okay, Kinder, ich glaube, ihr dürft jetzt der Mona Lisa eure Geschenke geben. Okay, lasst uns in mein Wohnzimmer gehen. Gut, Mama, während ich mir die Geschenke angucke, kannst du ja gehen und Sachen vorbereiten. Okay, wenn du mich nicht dabei haben willst. Ja, du wirst ja noch meinen ganzen Geburtstag dabei sein. Ist gut. So, Nummer 1. Bitteschön. Ein Flugzeug, wie langweilig. Nächste. Das ist von Mia. Eine Rasse. Naja, ich spiele jetzt nicht so mit einer Rasse. Aber danke. Bitte. Das ist von Mia. Ja, also ich bin kein Junge, nur damit du das weißt. Und ich spiele auch nicht mit Autos. Ja, ich dachte nur, Mädchen spielen auch mit Autos. Tja, aber ich nicht. Dann wird dir meins wahrscheinlich auch nicht gefallen. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist total hässlich und ich hasse Autos. Das ist von mir ein Xylophon. Das habe ich auch zu Hause. Och, genau dasselbe Xylophon habe ich auch. Wahrscheinlich konntest du dir nichts anderes leisten, weil du so wenig Geld hattest. Und ich habe dir Rasseln geschenkt. Wie gefällt es dir? Hässlich. Ich muss euch allen wirklich sagen, eure Geschenke sind total hässlich und ich werde gar keinen Spaß mit ihnen haben. Guten Appetit! Danke! Och Mama, dieser Kuchen ist total eklig. Ich habe mir doch einen anderen Kuchen gewünscht. Schon vergessen? Ich dachte, du magst den Kuchen. Wieso sollte ich diesen ekelhaften Kuchen essen? Dieser ist so eklig. Ess du den doch selbst. Du, Mona Lisa, wir würden den gerne essen. Deine Mama hat sich so viel Mühe gegeben. Danke, Elba Maria. Wer möchte denn jetzt noch den Kuchen essen? Wir! Okay. Der hat so gut geschmeckt. Ja, total. Bester Kuchen ever. Du bist einfach nur doof, Mama. Also ich würde mir niemals so erlauben, so zu meiner Mutter zu sein. Ich auch nicht. Und ich erst nicht. Ja, vergessen wir das Ganze. Mona Lisa, die nächste Spielaktion kommt. Um ehrlich zu sein, Mama, kannst du jetzt sofort gehen. Weißt du was? Ich brauch dich sowieso nicht. Du ruinierst nur meine Party. Eigentlich wollte ich eine ganz schöne Party haben. Aber durch dich wird das wohl nichts. Hey, das stimmt doch nicht. Deine Mutter ist cool. Ja, wagt es ja nicht so, über meine Mutter zu reden. Meine Mutter ist nicht cool. Ich lasse euch dann mal allein. Tschüss, Mona Lisa. So, die nächste Spielaktion ist... Trommelwirbel... Karaoke! Lächerlichster Geburtstag ever. Ja, meine Geburtstage sind viel besser als von ihr. Oh, all meine Entchen schwimmen auf dem See. Wie weit? Ja, schon gut. Ja,
Aber dürfte ich vielleicht auch mal sehen? Nein, natürlich nicht. Das ist mein Mikrofon. Oh, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib die wieder hin. Das ist so laut. Ja, ich kann das einfach nicht aushalten. Können wir etwas anderes machen? Nein, ich sing. Ja, die Mona Lisa ist die Beste. Und die singt und singt und singt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Stopp! Tut mir leid, Mona Lisa, das so zu sagen, aber deine Stimme ist grässlich. Ava Maria, ich wollte dich sowieso nicht auf meine Geburtstagsfeier einladen, aber meine Mutter hat mich überredet. Und jetzt beleidigst du auch noch meine Stimme. Das geht zu weit. Raus! Tut mir leid, Mona Lisa, aber ich will nicht auf deiner blöden Geburtstagsfeier sein. Tschüss. Tja, diese Zicke, die ist jetzt einfach gegangen. Jetzt lassen wir den Beat höher spielen. Puh, bitte, boom, bitte. Oh, die Mona Lisa ist so cool, oh yeah. Oh, die Mona Lisa ist so cool, oh yeah. Mona Lisa, das stimmt nicht. Tschüss. Ja, tschüss. Tut mir leid, aber ich gehe auch. Tschüss. Und ich ebenso. Deine Geburtstagsfeier ist einfach nur komisch. Du bist komisch. Bis morgen. Leon, wenn du jetzt auch noch gehst, dann seid ihr alle doof. Es tut mir leid, aber alle haben recht. Tschüss. Nein, Leon! Lass mich in Ruhe, Mona Lisa! Die sind alle einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Das kann doch nicht wahr sein, dass alle weg sind. Die Mona Lisa ist jetzt so traurig. Ach, was soll's. Wieso habe ich überhaupt meine ganze Gruppe eingeladen? Die sind doch sowieso alle nur kindisch und blöd. Oh mein Gott, Mona Lisa. Ich habe kindische Kinder zu mir eingeladen. Oh nein, das habe ich mir da nur eingebrockt. Ha. Jetzt bin ich voll glücklich, dass sie gegangen sind. Ich gehe spielen. Mama, weißt du was? Ich würde so gerne etwas Schönes an meinem Geburtstag unternehmen. Zum Beispiel wohin gehen oder so. Ja, können wir gerne machen. Wohin willst du denn gehen? Also ich hatte mir schon so kleine Pläne gemacht. Und zwar, ich dachte mir vielleicht ins Schwimmbad. Ja, klingt sehr spaßig. Genau. Mama, darf ich? Natürlich, mein Schatz. Du darfst alles, was du willst. Oh, danke, Mami. Danke, Papi. Aber jetzt ist nur noch die Frage, wen möchtest du denn einladen? Also, so wie Mona Lisa damals, möchte ich meine ganze Kindergartengruppe einladen, denn die sind alle so richtig nett. Mona Lisa auch? Muss ich mir noch überlegen, denn an ihrem Geburtstag war sie ziemlich fies und gemein. Naja, deshalb muss ich mir es ganz dringend überlegen. Ja, genau, das machst du. Aber ich weiß ja jetzt schon, ich lade die ganze Gruppe ein. Genau, und ja. Okay, der Geburtstag wird der Wahnsinn. Ich gehe in mein Zimmer und überlege mir schon mal, ob ich Mona Lisa einladen kann, ja? Ich sage euch dann natürlich Bescheid. Ist gut. Mama, ich hab's mir überlegt. Ich lade sie ein. Ich meine, vielleicht kann sie sich ja ändern. Und außerdem, es wäre doof, wenn ich alle einlade außer sie. Deshalb ja. Freut mich. Und falls irgendwas mit ihr ist, sie mit Kindern streitet oder so, ich bin ja da. Das weiß ich, Mama. Ich freue mich dann schon auf meinen Geburtstag. Der ist ja schon morgen. Genau. Also, das ist mein Geschenk. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, ist das süß. Vielen lieben Dank. Bitte. Jetzt kommt mein allerbestes Geschenk. Oh, was ist das? Na, das sieht man doch. Das sind Kristalle. Echte Kristalle, um genau zu sein. Danke, ich weiß nur nicht, was ich damit machen kann. Natürlich bewundern. Dann hast du immerhin irgendwas Gescheites hier drinne. Danke, Mona Lisa.
Das ist mein Geschenk. Wow, Malstifte habe ich ganz dringend gebraucht. Danke, Louis. Bitte. Jetzt kommt mein Geschenk. Wow, das ist ja cool, eine Gitarre. Da übe ich jeden Tag und dann bringe ich die mal mit zum Kindergarten und spiele euch was Schönes vor. Da freue ich mich aber. Nadja, jetzt bist du, glaube ich, dran, oder? Ja, genau. Wow, ich hatte sowieso gar nichts mehr zum Lesen. Danke, und dieses Buch mag ich total. Das ist der zweite Band. Ja, das hat mir deine Mutter erzählt. Vielen lieben Dank. Und die letzte bist du, oder? Mhm. Wow, ein Hasenstift. Der sieht ja süß aus. Da ist ja noch was drin. Oh, ein Notizbuch und ein Stift. Das ist wirklich schön. Vielen Dank. Bitte. Danke, danke, danke. Diese Sachen kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich freue mich total. Und wir freuen uns mit dir. Ja, genau. Okay, schön, Kinder, dass ihr alle zu Elba Marias Geburtstag kommen konntet. Ja, ich bin ziemlich glücklich und ich wollte euch nochmal für die Geschenke danken. Vielen lieben Dank, die waren wirklich wunderschön. Bitteschön. Mama, können wir zuerst Kuchen essen? Natürlich, mein Schatz. Kommt mit nach oben. Dort stehen schon die Tische. Wow, Mama. Vielen Dank für diese coole Überraschung. Eis zu essen ist noch viel besser als Kuchen. Das freut mich, dass es dir gefällt. Und gefällt es euch anderen denn auch? Naja, ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich tue es ja der Elba Maria zuliebe. Ich finde es total lecker. Ja, und ich erst. Ja. Kindische Kinder. Mona Lisa, kannst du bitte wenigstens nur für diesen heutigen Geburtstag nicht sowas reden? Oh, wenn es sein muss. Danke. Und jetzt singen wir. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Elba Maria. Happy Birthday to you. Vielen lieben Dank. Danke. Oh, voll lecker. Ja. Mhm. Mama, können wir jetzt schwimmen gehen? Okay, gerne. Yay. Kinder, wir sitzen hier und trinken und gucken nach euch, okay? Ist gut. Okay, wir spielen jetzt ein Ballspiel, okay? Ja. Oh Mann, ich will mich hier sonnen. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Tut mir leid, Mona Lisa. Wir können doch nichts dafür. Wir spielen doch nur Ball. Willst du nicht mitspielen? Nein, sowas Kindisches spiele ich doch nicht. Hm. Mona Lisa, was habe ich dir vorhin gesagt? Ist ja schon gut. Rutschen gehen? Darf ich bitte? Ja. Mama, wir gehen rutschen. Ist das okay? Natürlich. Aber kommt danach wieder zu den anderen, ja? Ja. Wir wollen die anderen ja nicht im Stich lassen. Ist gut. Okay, Nadja. Auf 3. 1, 2, 3. Das hat Spaß gemacht. Ja, total. Gehen wir jetzt noch kurz in die Steinhöhle? Okay. Wir sind wieder da. Lasst uns jetzt verstecken im Wasser spielen, ja? Okay. Wer zählt? Ich kann zählen. Gut. Und so verbrachten sie noch den ganzen Tag und würden am liebsten für immer hier im Schwimmbad bleiben. Sie hatten Spaß, spielten und lachten sehr viel.
Eva Maria, weißt du was? Morgen gehe ich shoppen und ich hole mir die besten und teuersten Sachen, die es gibt. Naja, die besten Sachen sind nicht immer die teuersten. Doch, alles was teuer ist, ist immer am besten. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt nicht. Nicht alles, was teuer ist, ist am besten. Doch, das werde ich euch zeigen. Immer wenn ich shoppen gehe, kaufe ich die teuersten Sachen. Und die sind immer am besten. Ja, bestimmt seid ihr noch neidisch, weil ihr nicht so viel Geld habt wie ich. Wir haben genauso viel Geld wie ihr. Aber ich bin trotzdem freundlich. Nicht so wie du. Mona Lisa, sowas sagt man nicht. Und ja, das stimmt. Nicht alles, was teuer ist, ist am besten. Ja, sie können sich ja auch nicht die teuersten Sachen leisten. Mona Lisa, das ist wirklich nicht nett, was du da sagst. Das werde ich leider deiner Mama erzählen. Na gut, ich gehe einfach alleine spielen. Oh Mann, die ist immer so unfreundlich. Ja, ich weiß, wir können leider nichts dagegen tun. Das ist so doof. Das trifft sich ja ganz gut. Ich gehe auch morgen shoppen. Und ich werde mir mit Sicherheit nicht die teuersten Sachen kaufen, sondern ich kaufe mir die Sachen, die gut sind. Und wenn sie teuer sind, dann ist es für mich okay. Und wenn sie nicht teuer sind, dann ist es auch in Ordnung. Denn nicht alle Menschen können teure Sachen kaufen. Und trotzdem sind sie zufrieden und glücklich. Ich hoffe, dass du nicht in das gleiche Shoppingcenter gehen willst, dort wo ich hingehen will. Ist mir doch egal. Ich gehe einfach dorthin, wo es Sachen zum Kaufen gibt. Wo steckt ihr denn? Ich habe die ganze Zeit auf euch gewartet. Wir sind doch die ganze Zeit hier. Nein, seid ihr nicht. Aber egal. Lass uns jetzt schnell zum Shoppingcenter fahren. Denn ich möchte das Shoppingcenter ganz für mich alleine haben. Oh, aber wir sind uns nicht sicher, ob das überhaupt geht. Was nicht geht, macht ihr so, dass es geht. Ja gut, wir probieren es. Hallo, die Mona Lisa möchte shoppen und sie möchte die Etage für sich alleine haben. Ja, dann warten wir, bis die Leute, die hier gerade shoppen, weg sind und wir lassen keine neuen Menschen rein. Aber ich habe keine Lust zu warten. Ich möchte es jetzt. So, jetzt sind alle Leute endlich weg. Also ein neues Handy von Apple brauche ich. Und zwar das neueste. Das ist nämlich am teuersten. Welches willst du? Das rote. Das ist das teuerste. Tschüss. Ah. Eine Tasche von Gucci. Das ist teuer und sieht richtig gut aus. Das nehme ich. Kommt mit. Diese Tasche. Hier, tragen. Ah, da ist noch eine Handtasche. Das ist von Louis Vuitton. Das ist ebenso teuer. Das nehme ich auch. Ist die nicht ein bisschen zu rot? Ach, ihr habt einfach keinen Geschmack. Das ist Mode. Und teuer. Na gut, wie du willst. Hier, diese Handtasche von Louis Vuitton, bitte. Wow, was gibt's denn da noch? Ein Outfit von der Marke Armani. Das hole ich mir. Und teuer ist es auch. Hallo Alex, hallo Anton. Und geht's euch gut? Ja, uns geht's sehr gut. Freut mich. Und Anton, wie geht's deiner Tochter? Danke, Prinzessin, ihr geht's gut. Sehr nett, dass du fragst. Ja, gerne. Sie ist so nett. Wir haben das letzte Mal zusammengespielt. Ja, das hat sie mir erzählt. Du bist so lieb, dass du mit meiner Tochter spielst. Also heute möchte ich gerne in das Shoppingcenter einkaufen gehen. Könntet ihr mich vielleicht dahin fahren? Ja, selbstverständlich. Dann gehen wir mal. Was ist denn hier los? Hier ist gesperrt. Prinzessin Mona Lisa ist am Einkaufen. Seit wann sperrt jemand eine ganze Etage für sich? Das ist doch einfach nur dämlich. Was, Mona Lisa hat die ganze Etage für sich gesperrt? Wie unfreundlich und unverschämt ist das bitte? Wer ist dafür verantwortlich? Das
finde ich nicht in Ordnung, dass die ganze Etage nur für eine Person gesperrt ist. Ja, das stimmt. Wir stehen hier und dürfen gar nicht einkaufen gehen. Ja, das ist wirklich gemein. Ja, sehen Sie, die anderen sagen das auch. Das ist wirklich gemein. Also machen Sie bitte, dass jeder hier einkaufen kann. Na gut, in Ordnung. Was? Was machen diese Leute hier? Eva Maria, was machst du selber hier? Hast du etwa diese Leute hier reingelassen? Ja, das war ich, weil es so unfreundlich von dir gewesen ist, einfach die ganze Etage für die anderen Leute zu sperren. Ich bin die Prinzessin Mona Lisa von Rosenberg. Und ich bin die Eva Maria von Berghausen. Ja und? Trotzdem sperre ich hier nicht die ganze Etage. Das ist einfach unfreundlich und unverschämt. Du bist immer hinter mir her. Und das nervt mich. Das ist doch gar nicht wahr. Ich bin dir nämlich nicht immer hinterher. Ich wollte auch einfach nur einkaufen gehen. Das war nur ein Zufall. Bestimmt erst, weil ich es dir gestern gesagt habe. Nein, stimmt nicht. Ich hatte es doch sowieso vor. Und ich darf einfach gehen, wenn ich drauf Lust habe und nicht, wenn du es mir vorschreibst. Na gut, ich habe mir sowieso die besten Sachen geholt. Ich glaube, hier bleibt nichts mehr für dich übrig. Bestimmt bleibt für mich genug übrig, denn für mich muss es nicht unbedingt teuer sein. Kommt mit! Endlich kann ich beruhigt shoppen gehen, ohne von einer nervigen Mona Lisa gestört zu werden. Ja, die war wirklich sehr gemein. So ist sie immer, aber jetzt können wir losgehen. Weil sonst verlieren wir Zeit. Genau, na dann komm mit. Prinzessin Eva Maria, sollen wir die Tasche für dich tragen? Nein, 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 ist gut. Ich kann sie auch selber tragen. Okay. Ich hätte jetzt voll Lust auf ein Eis. Ich glaube, ich kaufe mir eins. Okay. Soll ich auch eins für euch kaufen? Oh, wirklich? Ja, natürlich. Ich meine, ich kann ja nicht einfach für euch ein Eis essen und ihr guckt zu. Das wäre doch gemein. Danke, Prinzessin Eva Maria. Das ist wirklich sehr lieb. Bitte, bitte. Kein Problem. Das hier ist für mich. Und jetzt dürft ihr euch eine eigene Sorte machen. Ich kann die Becher in den Müll werfen. Was willst du jetzt machen? Also Mama meinte, ich bräuchte unbedingt ein paar neue Kleider. Gut, dann gehen wir mal ins Kleidergeschäft. Wow, hier ist ja eine sehr große Auswahl. Na dann, schau dich mal um. Oh, da bist du ja. Ich gehe mir jetzt Sportsachen holen. Wehe, du folgst mir. Ich will mir aber auch Sportsachen holen. Das hatte ich nämlich schon vorgehabt. Wenn du auch kommst, dann erlebst du was. Hallo, ich habe da mal so eine Frage. Haben Sie Sportschuhe von Gucci? Nein, Gucci macht doch keine Sportschuhe. Wir haben sehr gute Sportsachen von Nike, von Adidas. Och nein, sowas zieht doch jeder an. Dann tut's mir leid, ansonsten haben wir nichts. Na gut, dann muss ich die wohl nehmen. Dann hätte ich da noch so eine Frage. Und die wäre? Kann man mit Geld etwas kaufen, das einen sportlich macht, obwohl man eigentlich nicht sportlich ist? Nein, leider bei Sport, da muss man selber Sport machen, um sportlich zu sein. Okay. Irgendwie finde ich hier doch nichts. Vielleicht komme ich hier später nochmal vorbei, aber jetzt finde ich gerade nichts. In Ordnung. Aha, du bist doch gekommen. Ich hab dir doch gesagt, folg mir nicht. Und jetzt wirst du hier stecken bleiben. Mona Lisa, was hast du getan? Ich komme hier nicht mehr raus. Das war ja genau mein Plan.
Okay, jetzt bist du im Aufzug gefangen und ich drücke jetzt den Alarm. Und so werden alle das Shoppingcenter verlassen und du bleibst schön hier drin. Oh, passt ja perfekt. Gerade ist gar keiner an der Kasse. Bitte mach das nicht. Du bist einfach verrückt, Mona Lisa. Das wirst du noch bereuen. Tja, schon getan. Und du kannst mich ja nicht aufhalten. Hö, was ist los? Ich verlasse jetzt mal das Shoppingcenter. Oh nein, der Alarm. Ich muss es schnell verlassen. Ich habe Feuer gesehen. Anscheinend ist Feuer in der Sportabteilung ausgebrochen. Also, alle schnell raus. Der Alarm läutet noch. Okay, ja, es läuft alles nach Plan. Habt ihr Ava Maria gesehen? Nö, das haben wir nicht. Ach gut, dass du kommst. Mona Lisa, hast du Ava Maria gesehen? Nö, ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie mir ja in die Sportabteilung gefolgt. Selber schuld, wenn sie das macht. Wie komme ich hier bloß raus? Oh, ich finde meine Tochter nicht. In der Hektik dachte ich, dass ich sie in der Hand hatte. Aber das stimmte nicht. Stattdessen hatte ich ein anderes Mädchen an der Hand. Was ist, wenn meine Tochter jetzt in den Flammen liegt? Zuletzt habe ich sie im zweiten Stock gesehen. Bitte retten Sie meine Tochter. Nein, 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 Sie dürfen da nicht rein. Wir schauen versprochen im zweiten Stock nach. Aber das Problem ist, wir sehen hier gar keinen Rauch. Kann es vielleicht sein, dass es ein Fehlalarm ist oder irgendein Scherz von irgendjemand? Okay, bleibt bitte alle hier. Wir gehen nachschauen. Mami, ich vermisse dich so. Wo bist du nur? Hast du vielleicht irgendwo Rauch gesehen? Nein, da war gar nichts. Auf einmal sind alle Leute verschwunden und ich habe Mama verloren. Ja, Nadja, ich habe mir so viel Sorgen um dich gemacht. Endlich habe ich dich wieder. Ja, ich freue mich auch wieder bei dir zu sein. Entschuldigung, dürfen wir auch noch kurz stören? Ja, klar. Ava Maria muss im vierten Stock beim Sportladen sein. Es könnte sein, dass sie dort aus Angst geblieben ist. Ah, fehlt etwa noch ein Mädchen? Ja, wir sind nämlich die Securities von Ava Maria. Okay, dann gehen wir mal zu ihr und holen sie. Stopp! Bleib stehen! Darf ich mitgehen? Denn ich weiß, wo die Ava Maria ist. Ja, wo ist sie denn? Nein, nein, nein. Doch nicht. Ich lag falsch. Okay, bitte alle hier bleiben. Ja, ja. Hä, ich sehe hier gar kein Feuer. Ja, es gibt nicht mal Rauch. Schau mal du am Ende des Flurs und ich guck auf der anderen Seite. Da ist wirklich gar kein Feuer. Und wo ist eigentlich die Prinzessin Ava Maria? Ich habe nämlich auch im Sportladen nachgeschaut. Da war nichts. Keine Ava Maria und kein Feuer. Am besten lass uns nach ihr rufen, okay? Mhm. Ava Maria! Ava Maria! Ava Maria, antworte uns bitte! Ruf mal ganz laut Hallo! Ava Maria! Hilfe! Ich bin hier! Ich bin hier! Hast du das gehört? Da war sie doch, oder? Wo kann sie nur sein? Hilfe! 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 Was machst du denn hier im Aufzug? Das ist die schlechteste Wahl, wenn es einen Brand gibt, sich hier zu verstecken. Man darf sich nie im Aufzug aufhalten, wenn es brennt. Denn man wird darin ersticken. Nämlich dann kommt der Rauch und dann kommt man nicht raus. Ja, und dann erstickt man. Ich bin hier ja nicht freiwillig reingegangen. Die böse Mona Lisa hat mich hier eingesperrt und hat sogar den Feueralarm ausgelöst. Das kann doch nicht wahr sein. Wirklich? Ja, ich schwöre es. Wieso sollte ich mich denn sonst hier im Aufzug verstecken? Ich kam ja schließlich nicht mehr raus. Aha, okay. Aber auch als Prinzessin darf man sich sowas nicht erlauben. Oh, sie wird heute etwas erleben. Ich rufe jetzt die Polizei an. Hallo, Polizei. Ja, folgendes. Hier hat jemand einen Scherz gemacht und hat Feueralarm ausgelöst. Jeder musste das Shopping Center verlassen und es gab ein riesen Chaos. Bitte kommen Sie, Sie müssen nämlich die Sache regeln. Mona
du bist so ein Bösewicht. Wie konntest du mich einfach im Aufzug einsperren? Und dann hast du sogar noch einen Feueralarm ausgelöst. Das war richtig dumm von dir. Alle Leute sind wegen dir in Panik geraten. Und eine Frau hat sogar ihr Kind verloren. Und zum Glück hat man es gefunden. Oh ja, also das hier ist wirklich eine Nummer zu groß. Und deshalb haben wir die Polizei gerufen. Mona Lisa, stimmt das, dass du hier Feueralarm ausgelöst hast? Ja, das habe ich zwar, aber Eva Maria ist schuld. Sie ist mir überall hinterhergefolgt. Egal, wo ich hingegangen bin, sie war immer hinter mir. Oh, ich hab dir doch gesagt, dass ich das genauso geplant habe. Ich wollte heute auch einkaufen gehen, aber du hörst natürlich nicht. Das spielt alles keine Rolle. Ein Feueralarm zum Spaß auszulösen, das darf man wirklich nicht machen. Das ist gefährlich und strafbar. Dafür geht man auch ins Gefängnis. Aber Mona Lisa, sei froh, dass du noch nicht volljährig bist. Und egal, ob du Prinzessin bist oder nicht, sowas darf man nicht machen. Und deswegen musst du leider mit uns gehen. Was? Ich soll mit euch mitgehen? Ich bin doch die Prinzessin Mona Lisa von Rosenberg. Oh, schon wieder erzählst du diesen Schwachsinn. Was hat das denn damit zu tun? Du darfst einfach deinen Status nicht missbrauchen. Eigentlich solltest du gütig und gut zu den anderen sein. Und nicht immer deinen Status als Prinzessin missbrauchen. Genau so ist es. Und deswegen gehst du mit. Nein, ich gehe nicht mit. Security, ruft sofort meinen Papa an. Er soll aber sofort herkommen. Sie werden jetzt aber etwas erleben. Denn der König, der wird jetzt herkommen. Egal, wer kommt. Niemand steht gegen das Gesetz. Mona Lisa, du wirst ja nicht ins Gefängnis gehen. Wir gehen einfach nur zu uns und dann müssen wir den Fall aufnehmen, sodass sowas nicht mehr passiert. Mona Lisa, ich rufe jetzt deinen Vater an. Okay. Hallo, Herr von Rosenberg. Ja, die Mona Lisa hat leider einen Feueralarm ausgelöst. Wir müssen den Fall aufnehmen. Wir nehmen dann die Mona Lisa einfach mit der Security mit. Genau, und so nehmen wir dann den Fall auf. Und danach darf sie dann sofort wieder gehen. Also das heißt, es wird nichts Schlimmes passieren. Was? Sie hat einen Feueralarm ausgelöst? Die Mona Lisa wieder. Gut, aber behält sie bitte nicht lange bei euch. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Es dauert nur ein paar Minuten. Okay, ihr nehmt Mona Lisa bitte nicht mit, sondern wir fahren euch hinterher und dann sind wir bei der Polizei. Eva Maria, du bist eine Zeugin, du musst bitte mit. Folgendes, Eva Maria, du hast ein Recht, eine Anzeige zu erstatten, weil Mona Lisa dich eingesperrt hat. Hä? Und jetzt, Mona Lisa? Was machen wir jetzt? Soll ich eine Anzeige erstatten, damit du noch mehr Ärger hast? Nein, mach das nicht bitte. Ich glaube, an meiner Stelle hättest du das sicher gemacht. Ja, das kannst du doch nicht wissen. Doch, das hättest du mit Sicherheit gemacht. Jetzt denk erstmal nach, was du vor ein paar Minuten mit mir im Aufzug gemacht hast. Aber ich bin nicht wie du. Und deswegen verzeihe ich dir. Ich meine, du hast jetzt schon genug Ärger am Hals. Ich hoffe, dass du so einen Quatsch nicht mehr machst. Okay, versprichst du das, Mona Lisa? Ja, ich verspreche es. Dann dürft ihr beide jetzt nach Hause gehen. Mama, ihr würdet wirklich nicht glauben, was die Mona Lisa mit mir gemacht hat. Sie hat mich einfach im Aufzug eingesperrt und hat danach noch den Feueralarm ausgelöst. Was? Das ist doch nicht in Ordnung. Also das müssen wir wirklich mit Herrn von Rosenberg besprechen. Mona Lisa, also das war jetzt ganz daneben. Sowas darfst du dir nie erlauben. Es kann noch so viel Schlimmes passieren, wenn ein Feueralarm ausgelöst wird. Manche Leute verlieren ihre Kinder oder es kommt zu Panik
Und weil es dann so eine Panik gibt, laufen sogar dann Leute übereinander, weil alle durcheinander rennen. Du musst dir ja vorstellen, sie versuchen zu fliehen. Ja, Papa. Ich hoffe, dass das für dich heute eine Lehre war, bei der Polizei zu sein. Ja, Papa. Ich wusste wirklich nicht, dass es so endet. Ich dachte einfach, dass ich Eva Maria einen Streich spiele, damit sie mich nie wieder ärgert. Egal was passiert, sowas darf nie wieder vorkommen. Oh, Telefon. Hallo, Herr von Rosenberg. Hier ist König Robin. Ah, hallo. Sie rufen bestimmt wegen dem Fall von Mona Lisa an, oder? Ja, die Eva Maria wurde eingesperrt, dann wurde noch von Mona Lisa ein Alarm ausgelöst. An diesem heutigen Tag ist sehr viel passiert. Ja, das habe ich mitbekommen und das war sehr dumm von ihr. Ich habe mit ihr geredet und sie meinte, dass sowas nicht mehr vorkommen würde. Ja, alles klar. Ich hoffe, dass die beiden Mädchen sich irgendwann vertragen und dann beste Freunde werden. Ja, das hoffe ich auch. Mona Lisa, wie wäre es, wenn du Eva Maria einfach als Freundin annimmst, sodass der Ärger endlich aufhört? Ja, okay, gerne. Super. Eva Maria als Freundin? Nein, niemals. Aber beim nächsten Streit werde ich mich ganz sicher nicht erwischen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video!